Ja, genau. Jetzt mal hier als Kurzerklärung. Was hier? Ich mache mal ein bisschen alle. So. So, hier Kurzerklärung. Einfach ein Ferrit. Die Größe. Das sind 3 Drähte an 0,30er Draht verdrillt. Und einmal 0,15er Draht, der wuselt hier irgendwie rum. Das ist die normale SSG, Bedini SSG Schaltung nach Action for Free. Und ja, genauso angeklemmt normalerweise. Ne? Ist ja eigentlich nichts Neues, halt diesmal mit den Bauteilen. Ich habe hier so einen Kondi genommen. Solche, kann man das sehen? Solche Transistoren. Und hier hinten ist ein 10K von der Sorte dran. Hier ist ein 3,3 Kilo-Ohm, 50 Kilo-Ohm, aber hier dran kann ich überhaupt nichts einstellen. Also hat ziemlich wenig Sinn. Trotzdem funktioniert so halbwegs. Ja, der Plus vom Eingang kommt ganz normal hier ran. Ne? Und am Ausgang haben wir auf der einen Seite den Plus. Die sind alle in Reihe geschalten, ne? Also dieses Vorschaltteil rausgebaut. Hier sind die Endkappen davon und dann, so schaut die dann aus, alle in Reihe, sind normal für 12 Volt gedacht. Und den dann hier an Plus vom Ausgang und den Minus, den hole ich mir jetzt hier, da wo der Kondensator und der Widerstand mit der Triggerwicklung zusammenkommen. Schön hell, flackert aber ein bisschen. Ich weiß noch, ob man das hier drüber so ein bisschen mitbekommt. Die sind richtig schön hell. Wir ziehen knapp 12 Volt und um die 150 Milliampere. Ne? Gut, okay. So, jetzt haben wir hier noch auf der Seite, na, unten, das ist ein kleines Stück Ferrit, das schwarze, und hier daneben noch mal eine extra Wicklung. Und da habe ich hier eine Gleichrichterbrücke rangebaut, bin jetzt aber vor die Gleichrichterbrücke gegangen. Im Direktvergleich werden wir gleich mal sehen. Und hier ist dann nämlich die andere Seite. Die sind jetzt auch alle hier hinten, alle in Reihe geschalten. Und wir gehen ran. Wir beobachten mal hier oben alles mit. So. So. Die leuchten schon ordentlich. Und hier sind wir etwas gesunken. So. Ja. Komischerweise direkt hier an der Stelle, wo Wechselstrom abgenommen wird, leuchten die LEDs am hellsten. Ja, erstmal das dazu. Dann habe ich jetzt hier noch einen kleinen Deckel sozusagen. Und wenn wir den Deckel drauf nehmen, ne, der kommt dann hier drauf, dann können wir, ich nehme mal, ja, jetzt sitzt er drauf und wir sind noch weiter heruntergefallen. So schaut das Ganze jetzt aus hier. So, an der Helligkeit hat sich nichts getan und wir sind hier jetzt schon 50 mA unter dem Wert, wo wir gestartet haben. So, jetzt haben wir hier noch einen kleinen Kondensator. 100 μ, 330 Volt. Und den nehmen wir jetzt einfach mal parallel zum eigentlichen Ausgang. Da haben wir, hier ist Plus. So. Und hier müssen wir ein Minus holen. Gut. Ist aus, das Teil. Wieder anschwingen. Ah, ja, beim zweiten Mal geht's. Gut. Helligkeit. Ich glaube, die sind jetzt sogar noch heller. Kann das sein? Die sind heller.
Die sind auf alle Fälle heller. Die sind genauso hell wie vorhin. Und ihr seht's. Noch weiter unten als vorher. So bin ich momentan bei der Einbad-Challenge mit dabei. Nie zuvor habe ich mich so sehr danach gesehen, von hier wegzukommen. Ganz weit weg zu sein. Ich habe Lust, meine Sachen zu packen, in den nächsten Zug zu springen und wegzufahren. Meine Träume liegen kilometertief unter eingestürzten Wolkenkratzern aus Hoffnung begraben.